So, wo sind wir angelangt? Wir haben heute Morgen zwei Dinge uns angeschaut. Wir haben einmal betrachtet die Kräfte, die uns im Samsara halten, daran binden. Wir haben uns angeschaut die Kräfte, die es ermöglichen, ja, in die Freiheit zu kommen, die Seinskräfte hinter sich zu lassen. Wir haben uns dann angeschaut diesen existenziellen Wendepunkt, wo erstmals im Geist das Bild erscheint, was es als Alternativen gibt. Und jetzt ging es eigentlich darum, nochmal näher zu betrachten, wie man denn dafür Sorge tragen kann, dass man diesen existenziellen Wendepunkt auch erlebt. Der Hintergrund ist ganz einfach, denn es ist relativ unwahrscheinlich, um nicht zu sagen höchst unwahrscheinlich, dass wir in diesem Leben noch die völlige Freiheit von Gier, Hass und Verblendung kriegen und finden. Es gibt buddhistische Traditionen oder Schulen, die das behaupten. Ich sage sicher in Übereinstimmung mit dem Buddha, dass es geeigneter ist, diesen entscheidenden Aspekt mir in den Vordergrund zu rücken, die Küste einmal anzugucken, mal zu gucken, wo sie ist und dass sie existiert. Das heißt, in die Heilsströmung einzutreten, in die Strömung, diesen Entwicklungsprozess, der uns in die Freiheit führt. In diese Strömung einzutreten, davon getragen zu werden und auch das Ziel zu erreichen. Die Frage ist, welche Voraussetzungen braucht es, um das hinzukriegen? Und da werden in der Tradition vier Punkte genannt. Im Text des Erwachten selbst, im Samyutta, heißt es, vier Glieder zum Stromeintritt gibt es. Welche vier? Umgang mit rechten Menschen, die rechte Lehre hören, gründliche Aufmerksamkeit, der Lehre lehrgemäß nachfolgen. Oder wer andere Formulierungen, andere Übersetzungen lieber hat, Umgang mit edlen Menschen, Hören der edlen Lehre, weise Erwägung, Wandel gemäß der Lehre, ist immer dasselbe. Oder Umgang mit heilskundigen Menschen, die heilende Lehre hören, auf die Herkunft der Erscheinungen gerichtete Aufmerksamkeit, den der Wirklichkeit gemäßen Einsichten entsprechend sich wandeln und umbilden. Das sind so ein paar Varianten, wie man ausdrücken kann, welche vier entscheidenden Punkte, Aspekte notwendig sind, um diesen existenziellen Schritt zu gehen. Und das möchte ich ein bisschen näher erläutern. Umgang mit edlen oder heilskundigen Menschen wird gesagt, Sappurisa Samseva in Pali. Ich glaube, ich muss nicht lange erklären oder unterstreichen, wie bedeutsam unsere sozialen Beziehungen sind. Wir sind sehr abhängig davon, mit wem wir zu tun haben, weil wir uns gerade in jungen Jahren immer an Ältere orientieren. Wir ahmen sie nach, wir nehmen sie als Vorbild, wir machen das, was wir sehen und erleben. Und da entscheidet es sich, mit wem man zu tun hat. Und darüber spricht der Buddha sehr viel und ich will ein Beispiel mal zeigen, wie er im Zusammenhang mit Freundschaft zeigt, worauf es ankommt. Freundschaft ist ja ein Feld der sozialen Beziehung. Und zwar fange ich an mit den schlechten Freundschaften, wo er schlicht und einfach formuliert, schlechte Freundschaften schließen ein Gebiet oder schlechte Freundschaften zuschließen, das ist ein Gebiet, wo man sich abwärts verliert. Ja, nochmal, weil das die zentrale Aussage ist, wer in schlechten sozialen Zusammenhängen sich bewegt, in dem Fall Freundschaften, damit ist festgelegt, dass man sich nach abwärts entwickelt und bewegt. Und umgekehrt natürlich auch, wer auf gute Freundschaften baut, soziale Beziehungen aufbaut, in einem ganz anderen Zusammenhang, für den ist sozusagen programmiert, dass die Entwicklung nach oben geht. Und in einem der längeren Dialoge, die in dem Pali-Kanon zu finden sind, wird etwas gesagt über den Gefährten nach abwärts. Das war mein erstes Beispiel. Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der Gefährte nach abwärts als Feind, der sich als Freund gibt, zu merken ist. Berauschende und berückende Getränke zu genießen,
betäubende und betörende Mittel zu gebrauchen, da kommt er mit. Müßig auf der Straße sich herumtreiben, das ist ihm recht. Festversammlungen besuchen gehen, da schließt er sich an. Dem Spiel und der Zerstreuung sich hingeben, dazu ist er Gefährte. Das sind, Bürgersohn, vier Fälle, wo der Gefährte nach abwärts als Feind, der sich als Freund gibt, zu merken ist. Also wenn man das in eine deutsche Sprache, in unsere Sprache fasst, da sind Menschen, die im Grunde wirklich unsere Feinde sind, aber die sich als unsere Freunde vorstellen und von denen wir auch unter Umständen die Meinung haben, das sind unsere Freunde. Das wird an vier Beispielen deutlich gemacht, an vier Beispielen exemplifiziert, aber alle sagen sie im Grunde dasselbe. Das sind Menschen, die uns anregen, uns im Sinnlichen zu verlieren, ja, in die Vielfalt hineinzugehen. Da wird gesagt, den Geist berauschen und seine Klarheit berauben. Das ist etwas, wohin uns solche Freunde führen. Komm, wir machen einen drauf, so ungefähr. Ja. Oder sie drücken das unhinterfragte, blinde Interessiertsein an dem Weltlichen aus. Ja, an Vielfalt, an dem Draußen. Wo ist was los? Ja, wo geht was ab? Wo können wir heute was erleben? Geselligkeit ist eines ihrer Hauptanliegen. Das Gesellige um des Geselligen willen. Ja? Ach, was war so schön miteinander. Und insgesamt die Vielfalt im Auge haben, ja, das Vermehren von sinnlichen Eindrücken und nicht das Sammeln auf das Wichtige, das Sammeln auf sich selbst. Und umgekehrt, sagt der Erwachte, gibt es auch so Freunde, die uns Heildeuter sein können. Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der Heildeuter als ein treuherziger Freund zu merken ist. Vom Schlechten wehrt er ab, zum Guten lenkt er hin, Ungekanntes erklärt er ihm, die himmlische Fährte zeigt er ihm an. Das sind, Bürgersohn, vier Fälle, wo der Heildeuter als treuherziger Freund zu merken ist. Selbe Situation, ein Freund, aber seine Funktion ist eine andere. Er ist für uns Heildeuter. Das heißt, damit ist eine gute Zukunft, eine Vorwärtsentwicklung, eine Aufwärtsentwicklung programmiert. Inhaltlich meint das, ein guter Freund gibt uns Ratschläge, was man tun soll. Und Ratschläge, ach, was man lassen soll. Zum Guten führt er hin, vom Schlechten führt er weg. Und heißt es hier im Text, er zeigt uns neue Sichtweisen. Ja, wenn Freundschaft eben nicht nur bedeutet, abends in die Kneipe zu gehen, sondern sich auszutauschen, zu kommunizieren, kann man über Kommunikation mit anderen, über die Kommunikation mit Freunden, Dinge anders sehen, als man sie selbst alleine sieht. Es entwickeln sich und zeigen sich andere, weitere, tiefere Perspektiven. Also über das Bekannte und Vorhandene hinaus. Und dann heißt es auch noch, dass diese Freundschaften einem andere als menschliche Dimensionen der Existenz zeigen. Also jenseitige Entwicklungsmöglichkeiten, die über das Menschliche hinausgehen. Also eine Aufwärtsentwicklung über Menschentum hinaus. Und das waren alles Ratschläge, ohne dass da jetzt eine großartige spirituelle Dimension drin war. Es sei denn, man spricht von dem Aspekt, ja, Freunde zeigen einem auch himmlische Existenzmöglichkeiten. Aber wenn auf dieser menschlichen, auf dieser normal alltäglichen menschlichen Ebene Freundschaften schon eine große Rolle spielen, dann sollte auch klar sein, dass sie in der spirituellen Entwicklung, auf unserem spirituellen Weg noch eine sehr viel bedeutendere Rolle spielen. Und da, das war ein Gespräch übrigens, das der Erwachte mit Singalako geführt hat. Ihr habt das wiedererkannt, Singalakos Ermahnung heißt der Text. Um zum Stromeintritt zu kommen, ja, um diesen existenziellen Wendepunkt im Leben zu erreichen, braucht es natürlich nochmal eine andere Dimension von Freunden, nämlich solche, die einem das zeigen können. Ja, die Selbsterfahrungen gemacht haben, die also eine Dimension schon erobert haben, die uns noch fremd ist. Und deshalb ist eine der Forderungen oder Anforderungen, die der Buddha stellt, der Umgang mit
edlen Menschen. Das war mein Ausgangspunkt. Ja? Nicht nur der Umgang mit Menschen, nicht der Umgang mit netten, guten Freunden, sondern der Umgang mit edlen Freunden, mit edlen Menschen, also mit Arias. Und Arias sind Menschen, die selbst einen der vier Sicherheitsgrade schon haben. Denn nur dort findet man ja auch die Wahrheit und den Anblick der Wahrheit. Mir kann nur jemand helfen, der selbst schon ein Stück weiter ist als ich. Im Kanon heißt es, wenn jemand im Sumpf selbst drinsteckt, im Morast drinsteckt, wie soll der einem anderen aus dem Morast raushelfen? Also deshalb muss man sich an Leute wenden, die festen Boden unter den Füßen haben, die können einem rausziehen. Wenn ein anderer mit mir, neben mir im Matsch steht, da kann man sich trösten, kann sich Ratschläge geben, aber man kann sich nicht wirklich raushelfen. Und deshalb ist die dreifache Zuflucht, die man ja nimmt, Zuflucht zu Buddha, Dhamma und Sangha. Man nimmt Zuflucht zu den Mitübenden, zu den Mitmenschen, zu den Dharma-Freunden, weil sie gemeinsam mehr können als man selbst. Und damit wird auch klar die Bedeutung von Freundschaft, das war ja eben das Thema, die Bedeutung von Freundschaft im buddhistischen Kontext. Und auch da erinnere ich nochmal an eine bekannte Rede, an einen bekannten Dialog von Ananda und dem Buddha, wo Ananda etwas über Freundschaft sagt. Da begab sich der Mönch Ananda zu mir, dem Buddha, und sprach: Herr, das halbe brahmische Leben besteht doch in der Freundschaft mit Guten, Echten. In der Freundschaft, in der Kameradschaft mit Guten, Echten. In der Vertrautheit mit Guten, Echten. Auf diese Worte sprach ich zu dem Mönch Ananda: Sage das nicht, Ananda. Sage das nicht, Ananda. Das ganze brahmische Leben besteht in der Freundschaft mit Guten, Echten. In der Kameradschaft mit Guten, mit Echten. In der Vertrautheit mit Guten, Echten. Von einem Mönch, der ein Freund, ein Kamerad, ein Vertrauter des Guten und Echten ist, von dem steht zu erwarten, dass er einem Freund, einem Kameraden, einem Vertrauten des Guten, Echten den achtfachen Heilsweg erschließen und einüben wird. Das ist der zentrale Punkt. Ja? Die Freundschaft bezieht sich nicht auf irgendetwas in diesem Leben, auch wenn sie sehr hilfreich und nützlich sein kann. Die Freundschaft, um die es hier geht, besteht darin, dass man sich wechselseitig den edelachtfachen Pfad erklärt und sich hilft, auf diesem Weg voranzukommen. Das bedeutet natürlich auch praktisch, dass es uns obliegt, unsere sozialen Kontakte einmal zu überprüfen. Ja? Mit wem habe ich es zu tun? Mit wem habe ich es oft zu tun? Und da kann es sein, dass sich da irgendwann mal Veränderungen ergeben. Nur mach uns das direkt nicht mehr betreffen und nicht mehr so sehr betreffen, weil wir die Lehre schon lange kennen und die meisten kennen sie lange und unsere Freundschaften haben sich schon sortiert. Aber ich merke das bei vielen, die erst kürzlich zur Lehre gekommen sind, da anfangen zu üben und sich danach zu richten, dass die in Anführungsstriche Konflikte kommen, weil sie merken und sich fragen, bin ich noch mit den richtigen Leuten zusammen? Und da haben die oft auch Probleme und sagen, ja, ich kann doch nicht alles hinter mir lassen, ich kann die doch nicht alle in die Wüste schicken. Also darum geht es nicht. Ich plädiere nicht dafür, jetzt Rundmails zu schicken und zu sagen, ich habe da ein Seminar besucht, tut mir leid, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Viele Grüße, dein. Ja? Also solche abrupten Entscheidungen und Maßnahmen sind hier gar nicht gemeint. Und auch da, wo man Verpflichtungen hat. Man hat ja manchmal juristische Verpflichtungen, man hat auch moralische Verpflichtungen. Da geht es nicht darum, die nur alle zu kappen und zu sagen, ich bin ab heute Buddhist und kann dein Freund nicht mehr sein. Aber es geht darum, in seinen Beziehungen, die man eingeht, mit der Zeit Klarheit zu schaffen und solche Freundschaften, ich sage, wenigstens auslaufen zu lassen, wenn man das Gefühl hat, dass sie auf Dauer hinderlich sind und nicht voranbringen. Mit allem Feingefühl, auch mit allem Mitgefühl, das in dieser Situation notwendig ist, damit wir uns da nicht missverstehen. Es war die erste Bedingung,
für den Stromeintritt die Bedingung, mit edlen Menschen zu tun zu haben. Und daraus folgt die zweite, die edle, heilende Lehre hören. Das eine war die Frage, mit wem gehe ich um? Und jetzt steht die Frage an, womit füttere ich, womit nähre ich meinen Geist? Wir sollten uns mal anschauen, was der Buddha sagt in Bezug auf die normale Nahrung unseres Geistes. Und da ist es nicht sehr schmeichelhaft, wenn der Buddha einmal den Geist mit Feuer vergleicht. Das ist natürlich schlimm. Er sagt, die geistige Arbeit, geistige Vorgänge sind so, wie wenn ein Feuer brennt. Aber interessant ist es zu hören, wenn er sagt, womit wir unsere geistigen Feuer füttern. Er sagt, geistige Aktivität ist wie ein Kehrichtfeuer. Ja? Das meint, das, was in unserem Geiste an Flämmchen da ist, wird genährt von Abfall, von Müll, kann man fast sagen. Also von dem, was man so in seinem Leben zusammenkehrt. Wir bilden uns wunderbar was drauf ein, wie toll das alles wäre. Aber im Grunde ist ja auch die geistige Auseinandersetzung mit der Welt, mit der äußeren Welt, nichts anderes als die Auseinandersetzung mit zusammengefügten Zeugs, das da rumliegt. Das wir für wichtig achten und für wertvoll achten, das aber Abfallprodukte geistiger Illusionen und geistiger Projektionen sind. Und um das zu ändern, um diese Kehrtwende in unserem Leben herbeizuführen, müssen wir entsprechend den Geist anders ernähren. Wir müssen ihm Kraftfutter zufügen, wir müssen ihm etwas anders geben. Und da wundert es natürlich nicht, wenn das aus buddhistischer Sicht der Dhamma ist. Ja, die Lehren des Erwachten, weil das die beste Nahrung ist, die ein Geist bekommen kann. Wir erinnern uns, dass der Buddha ja eine abgestufte Lehre vorträgt. Nicht? Ihr kennt die hinführenden Lehren und ihr kennt die vier edlen Wahrheiten, die sozusagen den Abschluss oder das Eigentliche der buddhistischen Lehren ausmacht. Und diese vier hinführenden Lehren, das sind Aussagen über Großzügigkeit, Geben, also Weitherzigkeit. Das sind Aussagen über ethisches Verhalten, auch über die Karma-Dimension der Existenz. Das sind Aussagen über Fortexistenz, Jenseits, übermenschliche Möglichkeiten von Existenz. Und das sind Aussagen von der Möglichkeit, ja, in Vertiefungszustände zu kommen, in der Meditation in Zustände zu kommen, die jenseits der Dualität von Ich und Welt sich bewegen. Und wenn man das jetzt der Reihe nach anguckt, dann sind es viele Dinge, die jetzt schon jenseits unserer momentanen Erfahrungswelt sind. Oder jedenfalls jenseits dessen, was uns so geläufig ist. Und trotzdem ist das noch nicht der Kern der buddhistischen Lehre. Der Kern der buddhistischen Lehre fängt da erst an. Denn die vier anderen Aspekte, die ich genannt habe, kommen auch in anderen spirituellen Traditionen vor. Nur die vier Heilswahrheiten, die sind sozusagen spezifisch. Das ist buddhistisches, wie sagt man, Alleinstellungsmerkmal, so sagt man heute. Ja? Das kommt nur von Buddhas vor, wird nur von Buddhas gelehrt. Und wenn wir davon reden, für die Sotapatthi, ja, die rechte Lehre hören, dann bezieht sich das auf die vier Heilslehren. Das Hören, ja, Fußnote, natürlich braucht man alles als Vorlauf, das andere als Vorlauf. Aber die rechte Lehre hören ist eigentlich die vier Heilswahrheiten hören, weil sie die ganze Tiefe sozusagen der Existenz ausloten. Das bestmögliche Hören ist angesagt. Zitat: Da sprach der Erhabene stufenweise fortschreitend, zunächst vom Geben, dann von ethischem Verhalten sowie von himmlischem Dasein. Dann machte er deutlich, wie unbefriedigend, mit mancherlei Nachteilen verbunden und armselig das sinnliche Genießen ist und wie segensreich, darüber hinauszuwachsen. Wenn der Erhabene bemerkte, dass jemand innerlich bereit, ausgeglichen, ohne innere Sperre,
angeregt und von Vertrauen erfüllt war, da lehrte er das, was für die Erwachten das Eigentliche ausmacht. Das Leiden, dessen Ursprung, dessen Beendigung und den Weg dahin. Vielleicht erinnert ihr euch an Upali, den ich heute Morgen hier vorgestellt habe. Nachdem das hier passiert ist, nachdem der Buddha gemerkt hat, da ist jemand innerlich wirklich auf der Höhe, da ist jemand offen, dann hat der Erwachte die vier Heilswahrheiten erklärt und dann ist genau das passiert, was heute Mittag oder heute Vormittag hieß, und da ging Upali das unbefleckte Auge der Wahrheit auf. Da war Herz und Geist offen, der tiefe Blick auf Realität hat stattgefunden und das ist eingetreten, was man Sotapatti nennt. Ja. Also durch das Hören der rechten Lehre bei einem vorbereiteten Geist, meinem offenen Herzen, kann das passieren. Heilswahrheiten von edlen Menschen zu hören, ist nicht wirklich einfach. Am besten war das zu der Zeit, als der Buddha selbst noch lehrte, weil da liest man immer und hört man immer wieder, mit welcher Genialität er die Wahrheit vorgetragen hat und mit welcher Souveränität er auch Menschen beeindruckt hat und sozusagen die Herzen geöffnet hat. Das ist heute nicht mehr wirklich einfach, weil es Buddha keine mehr gibt und auch kongeniale Menschen ebenfalls sehr rar gesät sind. Aber was immerhin noch da ist, ist ja die Lehre des Erwachten. Selbst wenn man sie nicht durch den Lehrer, durch den Meister selbst zur Verfügung hat, die Lehre an sich ist noch da. Und früher hieß jemand, der viel an Lehre gehört hat, ein Bahusutta, einer, der viel gehört hat. Das war Voraussetzung auch für innere Entwicklung. Und heute können es notfalls auch Leute sein, die viel gelesen haben. Ja, weil sich die Lehre des Buddha auch sozusagen in der Dimension von Literatur, von Büchern manifestiert und wir die glücklicherweise zur Verfügung haben. Ich füge hinzu, dass es nicht nur ein intellektuelles Lesen von Büchern ist, dass wir uns da nicht missverstehen. Ja, da gehört mehr dazu. Wir kommen hier noch drauf. Ich will da nur betonen, dass diese Lehre noch da ist, dass diese Wahrheit noch präsent ist, auch wenn die großen Meister möglicherweise heute nicht mehr so zur Verfügung stehen wie damals. Und da kann ich aufgreifen, was Carola heute sagt. Es geht nicht nur darum, dass man einmal jetzt was verstanden hat. Ja, ach, jetzt habe ich es verstanden. Geht einem ja oft so, dass man glaubt, ach, jetzt ist mir das völlig klar, endlich. Und zwei Minuten später fragt man sich schon, was war das eigentlich? Ja? Was war dir klar? Und dann kommt man nicht mehr ran. Sodass dieses Hören, dass dieses Verstehen, sodass dieses geistige Nahrung aufnehmen nicht ein einmaliger Akt ist. So wie auch die körperliche Ernährung ja nicht ein einmaliger Akt ist, sondern wir uns immer wieder ernähren, damit dieser Körper gesund bleibt und fit bleibt und Kraft kriegt. Und genau so muss auch dieser Geist immer wieder ernährt werden. Das Verstandene, selbst das Verstandene, muss immer wiederholt werden, weil dadurch das Verstandene bleibt und auch unsere Verständniskraft wächst. Dinge abzuhaken, das habe ich schon gehört, das habe ich schon gelesen, also erzähl was Neues, ist nicht das Entscheidende und Zielführende, weil das, was man nicht im Geiste wiederholt, was man nicht immer wieder kaut und immer wieder neu betrachtet, dass das wieder verloren geht. Kommen wir zur dritten Bedingung, worüber manchmal weises Erwägen gesagt wird, manchmal auf die Herkunft der Erscheinungen gerichtete Aufmerksamkeit gesagt wird. Im Pali steht dafür das Wort Manasikara. Mano ist der Geist, Kara oder Karoti ist machen, umgehen. Manasikaroti heißt mit dem Geist umgehen. Das kann man Denken nennen. Ja, also mit dem Instrument Geist arbeiten. Und wie mit jedem Instrument kann man richtig umgehen und falsch umgehen. Da gibt es jetzt aber zwei Varianten, wie wir denken können, wie wir Manasikara einsetzen. Yoniso und Ayoniso. Yoni ist der Schoß. Schoß steht für Herkunft,
für die Gründe, für die Bedingungen, aus denen die Phänomene sind. Und da gibt es nun einen Geist, der nicht nur oberflächlich sieht, was es an Phänomenen gibt, nicht nur zur Kenntnis nimmt, was es an Tatsachen, an Situationen und Ereignissen gibt, sondern es gibt eine geistige Tätigkeit, die sich fragt, wo kommt es her? Was sind die Gründe? Warum ist es so? Warum erlebe ich das, was ich erlebe? Nicht? Man kann sich Schicksale beschreiben, Schicksale von Menschen, von sich selbst. Man kann aber auch fragen, woher kommt das alles? Warum ist es so, wie es ist? Und da seht ihr den Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Tätigkeiten. Wer nur guckt, was ist momentan, gefällt mir das nicht, ist es angenehm oder ist es unangenehm, der bleibt in der Vielfalt, der bleibt im Fragmentarischen, der bleibt an der Oberfläche. Aber wer hinter die Kulissen schauen will, hinter die existenziellen Kulissen schauen will und fragen will, warum das alles, der hat eine geistige Tätigkeit, die Yonisomanasikara genannt wird. Und das ist eine Bedingung, sagt der Wachter, eine Bedingung, die Sotapatti zu erreichen, den Stromeintritt zu erreichen. Ja, warum? Weil man erklärt die Bedingtheit aller Phänomene, weil man verstehen will, wie die Dinge in Erscheinung treten und warum sie in Erscheinung treten. Das heißt, die Gesetzmäßigkeit erkennen, nachdem unsere Existenz funktioniert, heißt, die Gesetzmäßigkeit auch nutzen zu können. Wer weiß, wie Gefangenschaft aussieht und warum man in Gefangenschaft gekommen ist, der hat auch die Möglichkeit, aus dieser Gefangenschaft rauszukommen. Ich will zwei Beispiele mal nennen, um den Unterschied zwischen dieser Art der geistigen Tätigkeit mal deutlich zu machen. Also man geht durch die Straße, kommt an einem Schaufenster vorbei und sagt, ach, das ist ein schöner Pullover. Ja? So, die nächste Assoziation sagt, passt der auch? Ja, passt. Die dritte Assoziation sagt, was kostet der? Und dann hat man ihn gekauft. Alltagsvorgang. Aber ein Alltagsvorgang, der sehr auf der Oberfläche bleibt. Assoziativ, was gefällt mir gerade. Yoniso, bleibt trotzdem vordergründig, nicht falsch verstehen. Ich will nur zeigen, wie Veränderungen von geistiger Tätigkeit stattfinden. Yoniso Manasikara im Ansatz würde bedeuten, ja, selbstverständlich brauche ich Kleidung. Die soll sogar schön sein, die kann schön sein, nichts dagegen zu sagen. Aber brauche ich im Moment wirklich einen Pullover oder kaufe ich den nur, weil ich frustriert bin? Ja? Bloß weil ich schlechte Laune habe, bloß weil ich mir was gönnen will, weil der Tag so schwer war oder die Arbeit so hart war. Es liegt ganz nah beieinander, aber bei dem zweiten Beispiel zeigte sich schon, dass man eine andere Art von Untersuchung hat. Man guckt, wie bin ich da beteiligt, man sieht den Prozess, man merkt, wie die geistige Aktivität auf dieses Befriedigen hin will und beobachtet sich ein Stück weit. Und wenn man das merkt, dann fällt einem ein, ich habe doch 27 Pullover zu Hause. Ich wollte doch gerade einen neuen Schrank kaufen, weil alle Pullover gar nicht mehr unterzukriegen sind. Und damit schneidet sich auch dieser Prozess ab. Oder ein anderes Beispiel, wenn es weniger um das Mögen geht, sondern um das Nichtmögen. Wir haben ja immer auch mal Gelegenheiten, in Situationen zu kommen, wo uns Menschen begegnen, die wir nicht wirklich mögen, wo eine ärgerliche Situation ist, wo wir uns dann wundern und denken, ach, Menschen gibt es aber auch in der Welt, wie kann man denn nur so sein? Ja, wenn ich was zu sagen hätte, na, denen würde ich aber mal sagen, wie es hier lang geht und, und. Ja? Also Situationen, wo so ablehnende Elemente in uns hochkommen. Reiz, Reaktion, Wahrnehmung und Antwort, ganz spontan, ohne Yoniso, ohne auf die tieferen Dinge zu gehen. Und wenn man da einen Schritt tiefer mal betrachtet, dann wird man sich fragen, ja, warum begegnet mir denn dieser Mensch? Der ist ja nicht vom Himmel gefallen, der ist ja nicht zufällig da. Da draußen in der Welt begegnet mir doch mein eigenes früheres Karma. Ja? Warum ist der da? Warum tritt der mir in den Weg? Warum so? Welche Rechnung ist da noch offen? Ja? Was habe ich denn mal getan, gedacht, gesagt, dass solche Erlebensbilder in mir auftauchen? Also da werden dieselben Situationen mit unterschiedlichen geistigen Brillen gesehen,
einmal nur Reiz, ich möchte und Befriedigung des Reizes. Und bei den anderen Beispielen jeweils so ein inneres Zurücktreten, gucken, wie die Zusammenhänge sind. Ja, da bin ich ja nur selbst nochmal. Was muss ich denn jetzt tun, um künftig sowas nicht mehr zu erleben? Also nicht der gehört eigentlich eingesperrt, ja, dass es sowas heute noch gibt, sondern ja, guck, da bin ich, das war ich früher. Also, was ist an Konsequenz? Wie muss ich mich verhalten, dass die Erlebensbilder heller werden, dass solche Menschen bei mir nicht mehr im Erleben auftauchen? Konsequenz, freundlicher zu reagieren, verstehender zu reagieren. Das sind nochmal ganz lebensnahe Beispiele, wie Achtsamkeit, wie Manasikara, wie Aufmerksamkeit sich verändern kann. Aber natürlich geht es sehr viel tiefer noch, was die Hintergründe und die Ursprünge von Erfahrungen sind. Darauf kann ich und brauche ich im Moment nicht einzugehen. Ja. Bleibt der vierte Punkt, die vierte Voraussetzung oder Bedingung für die Möglichkeit des Stromeintritts. Das ist der Wandel gemäß der Lehre, manchmal auch genannt, den der Wirklichkeit gemäßen Einsichten entsprechend sich wandeln und umbilden. Das ist mehr interpretativ. Es geht aber jetzt um konkretes Verhalten, um die Umsetzung des Gehörten, Bewussten, Erlebten, Gewussten in das Handeln. Also Theorie und Praxis in Übereinstimmung zu bringen. Und da kennen wir ja den Dreischritt zwischen Kennen, Wollen und Können. Wir haben oft die theoretische Einsicht, man müsste eigentlich und tut's doch nicht. Ja? Aber manchmal gelingt es, dass aus dieser theoretischen Einsicht, man müsste eigentlich, so eine innere Identifikation stattfindet. Jawohl, ich will und werde. Der zweite Schritt. Und dann kommt der nächste, dass aus dieser Identifikation, ich will, auch die Handlung wird. Ich hab's wirklich gemacht. Das ist sozusagen dieser Übergang, erst vom Verstehen hin bis zum Wollen, bis zur Entscheidung, jawohl, ich mache das so, und dem Vollzug am Ende. Und da lassen sich eine ganze Reihe von Übergangsübungen auch zeigen, eine ganze Reihe von mittel- und langfristigen Strategien entwickeln. Ich will nur ein paar nennen, damit wir wissen, in welchen Bereichen sich unsere spirituelle Praxis bewegen kann. Zunächst einmal ist die regelmäßige Besinnung und Kontemplation notwendig, damit die gewohnten Denkmuster, die wir uns eingeprägt haben über die Jahre hinweg, die umgepolt werden. Die Denkweise, die wir lange Jahrzehnte uns vielleicht eingeübt haben, hört nicht durch einen einmaligen Denkakt auf. Es soll ganz anders sein, sondern das Denken muss umgewöhnt werden. Und das geschieht in der Praxis, indem man immer wieder neu die Dinge bedenkt und überlegt, die man zur Kenntnis genommen hat. Das zweite große Übungsfeld ist ethische Kompetenz. Das heißt, die Beachtung der fünf Sila. Das ist auch eine Form der Umgewöhnung, aber weniger des Denkens, sondern Umgewöhnung des Verhaltens, des Handelns, des Umgangs mit Körper, Sprache und Geist. Heute Morgen war auch vom Uposatha-Tag die Rede. Auch eine Übung, die mit Umgewöhnung zu tun hat. Die Umgewöhnung in Bezug auf die Sinnesbefriedigung, denen wir den ganzen Tag nachgehen. Ja, Uposatha-Tag heißt ja, einen Tag der besonderen Übung zu haben, wo man mehr von innerem Wohl, von innerem Reichtum lebt, als von den äußeren Dingen. Ein Testfall, sozusagen, umzugehen mit all diesen Dingen. Meditative Praxis, ein weiteres Feld, wo es darum geht, Stille und Abgeschiedenheit auch mal mehr kennenzulernen, mehr schätzen zu lernen und in uns auch mehr Gewicht zu geben. Das wäre eine Umgewöhnung unseres Erlebens. Ja, wir erleben ja beides. Wir erleben Vielfalt, wir erleben Lärm, Bewegung, wir erleben aber auch Stille, Zurückgezogenheit, Einfachheit, Schlichtheit des Lebens. Und es geht darum, von dem einen mehr in das andere hineinzuwachsen.
Also da unsere Lebensbedingungen, unsere Erfahrungen dem anzunähern. Immer unter dem Aspekt, ja, unseren Einsichten gemäß unser Leben verändern, unsere täglichen Verhaltensweisen an das anzunähern, einzugewöhnen, an das, was wir von dem Buddha erfahren haben. Und der letzte Punkt, den ich nennen will, ist Weisheit. Das ist der durchdringende Anblick, die durchdringende Betrachtung von Realität, von dem, was wir Wirklichkeit nennen. Das würde bedeuten, die Umgewöhnung der Sichtweise. Also nicht, dass wir uns immer zwanghaft erinnern müssen, ey, der Buddha hat doch gesagt, die Dinge verhalten sich so und so, sondern dass wir irgendwann in die Lage hineinkommen, unmittelbar zu sehen, was Realität ist und nicht immer mit unserer Brille der Verblendung. Und eine Musteraufgabe möchte ich zum Schluss nochmal zitieren und vorlesen. Das sind die 6 Erinnerungen bzw. die 6 Betrachtungen, die alle die gute Eigenschaften haben, Herz und Geist in eine Richtung zu bewegen, die heilsam ist. Da Mahanama gedenkt der edle Jüngling des Vollendeten. Dies wahrlich ist der Erhabene. Er ist der Heilige, vollkommen Erwachte, der im Wissen und Wandel Bewährte, der Gesegnete, der Kenner der Welt, der unvergleichliche Lenker führungsbedürftiger Menschen, der Meister, der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Zu einer Zeit aber, wenn der edle Jünger des Vollendeten gedenkt, da wird sein Geist weder von Gier umsponnen, noch von Hass umsponnen. Und angesichts des Vollendeten ist er zu solcher Zeit in seinem Geist recht gerichtet. Recht gerichteten Geistes aber, Mahanama, gewinnt der edle Jünger Begeisterung für das Ziel, Begeisterung für die Lehre, gewinnt er Freude an der Lehre. Im Freudigen aber erhebt sich Verzückung. Verzückten Geistes beruhigt sich das Innere. Im Inneren gestillt empfindet er Glück. Und des glücklichen Geist sammelt sich. Von diesem edlen Jünger Mahanama heißt es, dass er unter den verkehrt gerichteten Menschen im Besitze des Rechten weilt. Dass er unter der leidenden Menschheit leidlos weilt. In den Strom der Lehre eingetreten, entfaltet er die Betrachtung über den Erwachten. Das waren die 4 Bedingungen, die erforderlich sind, aber auch uns die Hilfe geben, um das Ziel zu erreichen, von dem ich sprach.